Steffi, heute schon der 8. Dezember. Ich bin so gespannt, was uns heute erwartet. Dann lass es uns herausfinden. Ach, Hallöchen. Ihr kommt genau rechtzeitig. Ich habe mir nämlich meine persönliche Top 3 der besten Weihnachtsbeleuchtungen rausgesucht. Wollt ihr sie sehen? Eine schöne Weihnachtsbeleuchtung kann doch nie schaden. Zeig mal her. Nummer 3 sorgt schon seit Jahren für ein kuscheliges Licht an kalten Winterabenden. Darf ich präsentieren? Die Kerze! Ich muss sie nur noch anzünden. Sie leuchtet nicht nur, sie wärmt auch. Und das Ganze ohne elektrischen Strom. Ist sie nicht wunderschön? Ja, total. So was Schönes habe ich noch nie gesehen. Dann freut ihr euch sicher auch schon auf meine Nummer 2, oder? Ich habe lange überlegt, ob ich sie euch überhaupt zeigen soll. Es ist die Lichterkette. Sie bringt nicht nur euren Weihnachtsbaum zum Leuchten, sie bringt auch mich zum Leuchten. Wow. Und was ist deine Nummer 1? Müssen wir uns das wirklich noch ansehen? Es wird eh nicht besser. Nun gut, meine persönliche Nummer 1 ist dieser Glasstab. Wow, das sieht echt viel interessanter aus als die Kerze und die Lichterkette. Man muss ihn hier nur noch einspannen. Und ein bisschen Schutzausrüstung ist auch nötig. Wo ist meine Schutzbrille? Habt ihr sie gesehen? Oh ja, ich habe zufällig eine dabei. Danke. Wow, das war ja besser als gedacht. Steffi, können wir das vielleicht zu Hause nachmachen? Naja, dafür müssten wir erstmal wissen, wie das eigentlich funktioniert hat. Dafür braucht ihr eine 32 Ampere Starkstrom-Steckdose. Das ist doppelt so viel, wie aus einer normalen Steckdose kommt. Der Glasstab wird in den Stromkreis eingebaut und mit einem Bunsenbrenner so lange erhitzt, bis ein Strom fließen kann. Weil je höher die Temperatur ist, desto mehr freie Ladungsträger gibt es. Das bedeutet, dass ein höherer Strom fließen kann. Dass ein Strom fließt, hat uns am Anfang diese Glühbirne angezeigt. Ab dem Moment kann der Strom den Glasstab immer weiter erhitzen, bis das Glas irgendwann schmilzt. Das heißt, das Glas ist mindestens 1000 Grad Celsius heiß gewesen. Und 32 Ampere, das klingt schon echt nach super viel. Das können wir nicht zu Hause nachmachen. Aber man könnte doch zum Beispiel irgendwas mit einstellen. Könnte man nicht.
Und wenn wir Weihnachten noch erleben wollen, dann sollten wir das wirklich lassen. Komm, wir gehen nach Hause. Tschüss, lieber Wichtel. Danke. Tschüss.